Wir begrüßen euch zu diesem Abend miteinander, mit euch, mit uns, mit dem großen Ganzen, mit dem, was ihr seid und mit dem, was ihr denkt, was ihr seid. Alles darf heute hier sein, alles ist heute hier. Es gibt keine Trennung vom großen Ganzen. Es fühlt sich so an, manchmal, dass ihr getrennt seid, wenn ihr denkt, dass ihr getrennt seid. Wenn ihr überzeugt seid, dass ihr getrennt seid. Und das sind wichtige Phasen, die zum Menschsein dazugehören. Wir sagen dies gerne immer wieder, um euch daran zu erinnern, dass alles, was ist, gut ist. Ihr als Menschen seid oft im Widerstand mit dem Jetzt, mit dem, was ist, mit dem, dass ihr es gerne anders hättet, dass ihr gerne nicht so und so fühlen würdet. Dass ihr gerne immer strahlend und im Licht seid, sein wollt und euch gut fühlen möchtet. Und dies ist ein natürliches Verlangen, ein natürlicher Impuls, der euch dahin zieht zu dem, was ihr auch seid, im Kern, im Zentrum, in eurer Ganzheit. Und zum Menschsein gehört auch die andere Seite der Medaille, sich schlecht zu fühlen, mal anstrengende Phasen im Leben zu haben, die euch richtig fordern, die euch emotional an die Grenzen bringen, die euch kräftemäßig an die Grenzen bringen, um zu wachsen, um eurer seelischen Aufgabe hier auf der Erde, zu dienen, gerecht zu werden. Ihr seid Wesen, die sich entfalten wollen, die wachsen wollen, die erfahren wollen, was sie sind und was sie denken, was sie sind. Und dies sind zwei wichtige Aspekte im Menschsein. Einerseits zu sehen, was ich glaube, was ich bin. Und was ich glaube, wie die Welt um mich herum ist, und zu erkennen, dass ich das große Ganze bin und immer auch das, worauf ich jetzt aktuell vielleicht keinen Zugriff habe. In der Dualität, in der ihr lebt, oder in der Polarität, ist es so, dass ihr, wenn ihr ganz glücklich seid, zu der Traurigkeit nicht so einen direkten Zugang habt. Aber es schwingt dann auch wieder auf die andere Seite und dann habt ihr zu dem Glücklichsein nicht so einen direkten Zugang. Es ist immer beides vorhanden und dies ist nicht nur ein theoretisches Konzept. Je mehr ihr euch selbst kennenlernt und erkennt, dass dieses Spiel, was in seiner Bedrohlichkeit, in seiner Ernsthaftigkeit, in seiner gefühlten Realität eben sehr konkret in eurem Leben sich abspielt, dass dieses Spiel aber auch nur ein Schauspiel ist, welches ihr erlebt, von dem ihr euch immer wieder auch, wenn ihr euch erinnert, entgrenzen könnt oder es loslassen könnt, was da ist. Ihr könnt es nicht verdrängen. Wenn ihr es verdrängt, haltet ihr es fest. Aber ihr könnt es loslassen und dann kann es sich in seiner eigenen Weisheit und Art und Weise, wie es sich entfalten möchte, in seiner eigenen göttlichen Weisheit und seelischen Führung kann es sich dann entfalten, kann sich das Knäuel lösen, kommt das eine zum anderen, transformieren sich Energien
Und ihr könnt die Dinge loslassen, die gehen wollen. Und ihr könnt dann, wenn ihr loslassen könnt, auch wieder Raum schaffen für Neues, für neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Sichtweisen, neue Energielevel und Schwingungen, in denen ihr dann auf andere frühere Bereiche nicht mehr so viel Zugriff habt, wie ihr das früher hattet. Ihr entfaltet euch weiter, ihr ändert eure Schwingung und je nachdem, wie ihr schwingt, zeigt sich euch auch die Welt, in der ihr lebt. Nicht umsonst gibt es dieses Sprichwort von, man zieht das an, was man ausstrahlt. Man begegnet dem, was in euch ist. Das, was in euch als Mensch ist, im eigenen inneren Lebensspiel findet sich eine Entsprechung im Außen, die sich in tiefer Sinnhaftigkeit durch die Führung eurer Seele entfalten kann. Nichts geschieht zufällig und alles ist ein Geschenk. Alles dient euch. Auch dramatische oder schlimme Ereignisse können Jahre oder Jahrzehnte später oft in ihrer Sinnhaftigkeit erfahren und umarmt werden. Krankheiten sind oft ein Innehalten des Systems, eures Systems. Ein Innehalten, ein Loslassen von dem festen Griff, den ihr häufig in eurem Leben um die Dinge habt, die euch wichtig sind. Und dann entsteht Freiraum, dass sich Dinge neu sortieren, dass Dinge gehen können, die sich verabschieden wollen und Platz ist für neue Schwingungen, für neue Ideen, neue Begegnungen, neue Verhaltensweisen und neue Konzepte oder Ideen. Ihr denkt oft, ihr gestaltet euer Leben. Aber in Wirklichkeit gestaltet sich das Leben selbst. Das Leben, was ihr ja auch seid. Ihr seid nicht getrennt vom Leben. Das Leben ist größer als ihr, aber ihr seid das Leben, was sich in eurer eigenen individuellen Facette als Menschsein reflektiert, im Menschsein reflektiert. Das Leben, welches nicht in Worte gefasst werden kann, obwohl wir immer wieder uns größte Mühe geben, euch Worte zu schenken, die euch nach innen oder zur Wahrheit führen oder zum großen Ganzen, die aber eigentlich nur dafür sorgen, loszulassen von Sorgen und Anspannungen und Konzepten und die euch dazu bringen, in die Entspannung zu gehen und in das Vertrauen und in das Zulassen dieser Ideen, dass alles in eurem Leben, jede Sekunde mit Sinn getränkt ist und jeder Lebensaugenblick euch dient und ein Geschenk ist. Zugegebenermaßen ist es manchmal nicht so leicht, ein Geschenk auszupacken oder zu entdecken, was hinter der Verpackung des Geschenkes liegt. Dazu braucht es manchmal Zeit, dass sich die emotionalen Wogen glätten, dass sich Überforderung oder Schock lösen können, dass sich die vorgefassten Meinungen über eine Situation langsam aufweichen können und neue Blickweisen und Aspekte
an die Oberfläche kommen können. In jedem noch so großen Schmerz oder Schock liegt ein Geschenk. Im Abschied liegt ein Neubeginn. Und im Loslassen liegt ein geschenkt bekommen. Als Worte macht das, was wir sagen, wenig Sinn. Aber wenn ihr selbst gelebte Erfahrung habt und mit diesen Worten, mit dem, was wir hier sagen, resonieren könnt und erkennt, wie in eurem Leben sich das, was wir heute Abend so schön und formvollendet schildern, wie sich in gewissen Abschnitten oder Aspekten eures Lebens sich dies zeigt. Aber es gehört dazu, sich damit auch zu beschäftigen, auch den Raum dafür sich zu nehmen, zuzulassen, sich eben neben dem Schmerz oder neben der Überforderung oder was da an Gefühlen ist, eben auch den Raum zu nehmen, mal innezuhalten und hinzugucken, wo ist das Geschenk in dem Moment? Und wir versprechen euch, es ist immer ein Geschenk da. Sonst wäre die Sinnhaftigkeit der Beseelung nicht gegeben. Ihr seid beseelte Wesen, die dadurch, dass sie eine Seele haben und an das große Ganze angebunden sind, auch an die Sinnhaftigkeit der Seelenhaftigkeit angebunden seid. Die Entfaltung, die ihr durchlauft im Laufe eines und mehrerer Leben, diese Entfaltung findet sich gespiegelt in jedem Moment eures Lebens. Auch wenn ihr sie nicht seht, ihr sie nicht wahrnehmt oder nicht wahrnehmen könnt, wenn ihr den Überblick verloren habt in Frustration, Überforderung oder Dunkelheit, lauft und weitergeht, ist der Sinn und die Sinnhaftigkeit durch eure Seele, durch euer Angebundensein an die seelischen Welten vorhanden. In jedem Augenblick seid ihr angebunden und versorgt mit Sinnhaftigkeit, mit Vertrauen, mit loslassen können, in gewissem Umfang, mit sich öffnen können und mit weitergehen. Und so wie in der Polarität oder Dualität diese Worte manchmal nicht so richtig Sinn machen, die wir benutzen, weil das Mysterium eures Menschseins eben ist, dass ihr getrennt und alle ganz seid, zugleich, zu gleichen Teilen und zu gleicher Zeit. Ist es schwierig, mit Worten etwas zu beschreiben, was grenzenlos ist, was angebunden ist an das große Ganze. Diese verschiedenen Ebenen erfahrt ihr gleichzeitig in eurem Leben. Mal seht ihr nur den menschlichen Aspekt, mal seht ihr mehr das große Ganze. Und je mehr ihr euch loslassen könnt von dem Gedanken, dass das, was ihr seid und wollt,
begrenzt ist. Je mehr ihr sagen könnt, wer ist dieser Mensch? Wer bin ich, ohne diese Frage zu beantworten? Wer bin ich als Mensch? Und diese Frage einfach wirken lasst und merkt, dass es darauf keine echte Antwort gibt, sondern dass die Antwort in der Stille liegt oder jenseits der Stille. Entschuldigung, jenseits der Worte in der Stille liegt. Werdet ihr erkennen und zulassen können, dass ihr immer wieder Abstand nehmt von dem, was ihr denkt, dass ihr seid. Werdet ihr zunehmend mehr Entspannungen in eurem Leben zulassen können und merken, das Leben meint es nicht schlecht mit euch, wenn es euch Schicksalsschläge oder Herausforderungen schickt. Das Leben will euch nicht quälen. Das Leben möchte euch nicht bestrafen, weil ihr es vielleicht als Mensch nicht wert seid, geliebt und grenzenlos umarmt zu sein. Ganz im Gegenteil, das Leben möchte, dass ihr erkennt, dass das, was ihr denkt, was ihr seid, ein Gedanke ist. Dass das, was ihr denkt, was das Leben ist, im Kopf sich abspielt. Unterstützt von passenden Gefühlen dazu. Wenn ihr aus eurer Lebensentwicklung, die auch wie auch immer gelaufen ist, die Vorstellung habt, dass das Leben da draußen gefährlich und bedrohlich ist, dann wird es sich auch so anfühlen, wenn ihr es nur lang genug denkt. Und diese Kombination aus Gedanken und Empfindungen kreieren eine Realität, die sehr überzeugend ist und intensiv sein kann und von der es oft schwer sein kann, zurückzutreten und zu erkennen, ich schaffe diese Realität ja durch das Denken, durch das Identifizieren mit dem, was ich denke, dass ich bin und durch das Identifizieren mit dem, was, wie ich mich wahrnehme als Mensch, als ich. Und wir möchten gar nicht in Abrede stellen, dass diese Realität wichtig ist und dass ihr sie nicht einfach ignorieren könnt oder einfach euch einreden könnt, dass das nicht wichtig ist oder dass das nicht existiert, weil das zu erleben und zuzulassen und nicht zu verdrängen oder zu unterdrücken oder zu ignorieren, was da an Gefühlen in eurem Leben hochkommt, die verbunden sind mit gewissen Konzepten und Gedankenmustern, die ihr dann erkennen könnt und Schritt für Schritt loslassen könnt. Dass das Leben euch dient und beschenkt, indem es euch einen Spiegel vorhält, von dem, was ihr über das Leben denkt und über euch. Und es geht nicht so sehr darum, um eine Selbstoptimierung zu sagen, ich möchte immer erfolgreicher, immer berühmter werden, ich möchte immer liebevoller werden oder immer verbundener oder immer mehr gute Freunde bekommen oder was auch immer. Es geht um diese Selbstoptimierung viel weniger im Leben, als einfach darum zu erkennen, dass ihr das, was ihr da geschaffen habt oder was eure Seele oder das Leben aus euch herausgeschält hat durch eure Kindheit und Erziehung und eure Umwelt und eure inneren Impulse und Wünsche, dass das nicht das ist, was ihr seid. Dass dies ein Aspekt dessen ist, was ihr seid, in diesem einen Moment, in diesem einen Leben.
Aber dass ihr viel mehr seid. Dass ihr schon in der Art, wie ihr jetzt als Mensch hier seid, euch annehmen und leben müsst in dem So-Sein. Denn alles andere wäre Ablehnung, Verdrängung, nicht sehen wollen. Es geht schon darum zu erkennen, was ihr geworden seid und was ihr denkt, dass ihr seid und repräsentiert. Aber dann immer wieder auch diesen Schritt zurückzutreten davon und zu sagen, ich bin Punkt. Und zu erkennen, dass das, was ihr da erlebt und spürt, euch hinweist darauf, dass ihr denkt, so zu sein, dass ihr euch so wahrnehmt und euch dann auch im Leben so erlebt. Aber die Öffnung, die Tür, die euch immer wieder angeboten wird, ist überschrieben mit, wie ist das Geschenk? Und wenn ihr erkennt, was euch in dem Moment oder in dieser Situation dann geschenkt wird, das muss und kann nicht immer sofort sein. Manchmal ist eure ganze Aufmerksamkeit gefordert. Müsst ihr agieren, müsst ihr fühlen oder müsst ihr die zu starken Emotionen verdrängen und einfach handeln. Aber dann, wenn es soweit ist, dass ihr zulassen könnt, was da an Erinnerungen, an Schmerzen, an Glück, an Freude, an Licht und an Trauer in diesem Moment gewesen ist und sich dann langsam durch euch durcharbeitet. Wenn ihr das erkennt, dass es in all diesen Dingen ein Geschenk gibt, nämlich aufzuwachen zu dem, was ihr wirklich seid und ihr Schritt für Schritt, Moment für Moment immer mehr begreift und sehen könnt, dass ihr nicht so wichtig seid, wie ihr euch glaubt zu sein. Dass ihr eure Vorstellung von euch selbst erlebt, aber die Vorstellung ist eben nicht das große Ganze, was ihr eigentlich seid. Ihr seid ein Spiegelfragment vom großen Ganzen. Ihr spiegelt euch, oder das große Ganze spiegelt euch, spiegelt sich in eurem Menschsein wieder. Und wenn ihr diesen Gedanken immer wieder an euch heranlassen könnt, werdet ihr leichter werden, werdet ihr weniger Drama im Leben erzeugen müssen. Werdet ihr mehr lachen können über euch selbst und über Situationen, auch über die Art und Weise, wie ihr Dinge ernst oder schwer nehmen musstet. Werdet ihr immer weiter zu dem werden, was ihr längst seid, und werden eure Schmerzen, euer Widerstand mit dem Leben und mit dem, wie ihr denkt, dass ihr seid, mit eurer Umwelt, mit allen Dingen, von denen ihr Bilder in euch habt, schwinden, wird all dies Schritt für Schritt heilen. Und zum Heilen gehört natürlich auch, das haben wir oft genug gesagt, dass ihr euch diese Dinge angucken werdet und müsst, dass diese alten, vergrabenen Emotionen oder Erinnerungen oder verdrängten Situationen irgendwann wieder hochkommen, diese festgefahrene
diese eingefrorene Energie von euch wird sich euch zeigen. Ihr werdet nochmal Empfindungen durchfühlen, die sich nicht angenehm anfühlen, weil sie aus gutem Grund ja eingefroren und gespeichert sind, weil ihr sie damals nicht bewältigen konntet. Und dann guckt ihr sie euch an, öffnet so ein Glas, ein Paket, lasst es zu, dass da eine Erinnerung an Vergangenes in euch hochkommt, dass die Situation sich sehr gefährlich, bedrohlich und dramatisch anfühlt, weil ihr aus früheren Zeiten der Kindheit oder vielleicht manchmal auch älteren Leben eben Sachen gespeichert habt, die jetzt mitschwingen, die alles noch etwas bedrohlicher und dramatischer machen, als es ist. Und dann könnt ihr, wenn ihr es euch erlaubt und es wirklich, dem wirklich begegnet seid, das gefühlt habt und es dann auch loslasst und bereit seid, es loszulassen, zu sagen, ja, ich fühle das. Das ist alt. Es ist nicht mein Partner, der mich hier anschreit. Es ist nicht mein Partner, der mich hier betrogen hat. Es ist nicht mein Partner, der mich hier verletzt hat. Was auch immer. Es ist der Schmerz aus der Vergangenheit, vom Vergangenen verlassen, betrogen, alleingelassenen sein. Und der aktuellen Situation. Und diese Kombination schmerzt mich gerade so sehr, dass ich es nach außen projiziere, dass ich schlecht loslassen und erkennen kann, was da passiert. Aber wenn es mir gelingt, zu einem späteren Zeitpunkt, ein paar Minuten, ein paar Tage später, je nachdem, wie intensiv es gewesen ist, dann zu sagen, ja, ich erkenne da auch Dinge aus meiner Vergangenheit, die da hochkommen, die da geheilt werden wollen, die losgelassen werden wollen, wo ich nicht ständig es ins Außen wieder rein projizieren möchte und Vorwürfe machen möchte, warum tust du nicht dies, warum bist du nicht so, warum kannst du nicht das, sondern wenn ich dann mir erlaube loszulassen, dass diese Enttäuschungen, dass diese Schmerzen, ich kenne aus anderen früheren Situationen und dass es einfach Zeit ist, diese auch einmal liebevoll zu umarmen, zu drücken und zu verabschieden. Dann öffnet sich in euch etwas, was ihr schon immer seid, aber von dem ihr im Leben immer mehr Zugang bekommen könnt, zu dem ihr immer mehr Türen in euch öffnen könnt, sodass immer mehr Geschenke ausgepackt und entdeckt werden und ihr zu eurer wahren Größe und eurem inneren So sein, euch hinwendet und es zulasst und erkennt. Gibt es Fragen an uns?